Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und das ist SnowRunner, der Nachfolger von Spin Tires und MudRunner ist Spin Tires Game. Hier kommt nun SnowRunner im MudRunner Game. Wunderbar. Folge 1, wir starten direkt ein neues Spiel. Ich habe schon mal die ersten 10 Minuten angespielt, um zu testen, wie kommt der Rechner denn klar mit der Performance. Kann ich das aufnehmen? Wie ist es mit dem Sound und so weiter? Ich habe das alles ein bisschen angepasst. Und ich hoffe, dass das jetzt alles passt. Wir spielen das Spiel auf 2K und haben soweit, außer Anti-Aliasing, eigentlich alles auf Ultra gestellt. Müsste eigentlich laufen. Ich habe auch den Sound ein bisschen runtergestellt von dem Spiel. Es war ein bisschen zu laut. Und ja, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich spiele das Ganze übrigens mal wieder mit dem Controller. Ich habe mir da auch schon ein paar Videos dazu angeschaut online und ja, habe es auch selber mal ein bisschen getestet. Ja, es war nicht so schön. Also ich fand es mit Controller besser. Ich habe Spin Tires damals auch mit Controller gespielt, deswegen sollte das passen. Alles, was mit Controller nicht geht, Tastatur und so, ich kann ja hier direkt umswitchen, ist ja kein Ding. Ich würde sagen, bisheriger Fortschritt geht verloren. Wir beginnen ein neues Spiel. Machen wir. Los geht's, Freunde. Chevrolet feierte 2018 das 100. Jubiläum seiner Truckverkäufe. Auch nicht schlecht. So, willkommen in Michigan. Vielen Dank für deine Beteiligung an der Bergungs- und Wartungsarbeiten nach der verheerenden Flut. Bei der Reparatur der eingestürzten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. Als erstes benötigst du einen Wachturm, um dir einen Überblick zu verschaffen. Danach musst du einen Truck finden, der in der Lage ist, für die Reparatur der Brücke benötigten Materialien zu transportieren. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Werkstatt aufsuchen. Okay, cool. Und hier geht's also los. RB, Handbremse lösen. RT, Motor starten. Als erstes solltest du immer die Umgebung auskundschaften. Drücke diese Taste, um die Karte zu öffnen. So, deine aktuelle Mission wird immer hier angezeigt. Finde zunächst den ersten Wachturm. Der ist ja schon hier. Also, so kann ich rauszoomen auch. Okay, so, okay. Das ist der Wachturm offenbar. Wo sind wir denn? Wird auch noch nicht angezeigt. Das ist jedenfalls die Karte. Dann werden wir mal hier erstmal uns den Punkt setzen. Okay, wir sind offenbar hier. Hier ist noch ein anderer Turm, aber den sollten wir wohl erstmal auslassen. Die Mission, es geht erstmal um diesen Wachturm hier. Okay, gut. Hier starten wir also. Wir haben ein Chevrolet CK 1500. Den Punkt setzen wir uns nochmal hier hin. Bisschen was über 600 Meter. Jawohl. Diesen tun wir mit dieser Taste. Okay. Handbremse lösen. Motor anmachen. Und los geht's. Und schon starten wir. Läuft ganz gut. 70 FPS. Doch schön. Das Spiel sieht auch verdammt geil aus. Muss man schon mal so sagen. Beim fahrenden Raumgelände kannst du in den Lastgang wechseln. Dadurch wirst du zwar langsamer, bleibst aber auch nicht so leicht stecken. Okay, cool. Der Truck verfügt über Allradantrieb. Der Allradantrieb erleichtert das Fahren im rauen Gelände, erhöht aber auch den Kraftstoffverbrauch. Bald in einen anderen Gang als den Lastgang, wenn du im normalen Gelände unterwegs bist. Wir können den Allradgang auch noch aktivieren. Jawohl. Hier ein bisschen weiter. Die Kamera ist immer ein bisschen schöner. Sieht man ein bisschen mehr. So, normales Gelände sollten wir den Gang wechseln auf Auto. Wir haben Controller tatsächlich ziemlich gut gelöst. Wir haben 80 Liter Kraftstoffvolumen. Funktion können wir hier anmachen. Okay. Das ist auch gut. Wir sind in die Steuerung reinkommen. Ich habe es ja nur kurz getestet gehabt.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, glaube ich, was die Geduld erfordern wird. Was auch auf keinen Fall eins ist, was man schnell durchpusht. Wir werden uns da auch viel Zeit lassen. Wir werden alles Mögliche machen in diesem Spiel, was geht. Oh, Allrad brauchen wir auf der Straße nicht. Okay. Mensch, normales Gelände. Das ist was Besonderes. Aua. Du hast deinen Truck beschädigt. Öffne das Funktionsmenü, um weitere Informationen zu beschädigten Teilen zu erhalten. Ja, okay, da unten sieht man in diesem Kreis, wie beschädigt die Komponente ist. Ist jetzt erstmal noch nicht so viel, würde ich sagen. So, okay, hier kommt wieder Wasser. Ah. Gelände deuten. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen. Darunter Straßen, Sand, Schlamm, Tiefenschlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Geländetypen findest du im Menü. Okay. So, wir wechseln erstmal wieder auf Allradantrieb und in den Lastgang. Dann gucken wir mal. Er speichert automatisch, ist auch schon mal gut. Oh. Nochmal eben mal kurz auf die Aufnahme. 60 FPS, sieht gut aus, drosselt nicht. Schön. Tankstelle. Du kannst deine Trucks hier oder in der Nähe eines anderen Fahrzeugs betanken, das Kraftstoff transportieren kann. Auftanken ist kostenlos, ebenso wie Reparaturen. Versuche möglichst oft zu tanken. Gut, ich denke mal, jetzt brauchen wir es nicht. Wir haben gerade mal 4 Liter verbraucht. Okay. Hier ist schon mal was anderes. Machen wir mal wieder Allrad erstmal an. Fahren mal hier rum. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt rein. So. Und da vorne haben wir auch schon unseren ersten Turm. Das ist schon mal dasselbe, dass die Karte am Anfang verdeckt ist. Wie bei Spin Tires, dass man erstmal die Türme erreichen muss, um einen kleinen Teil der Karte freizuschalten. Schauen wir doch mal. Beachte den Wachturm vor dir. Solche Symbole werden dir dabei helfen, Missionszonen zu finden, mit denen du interagieren kannst. Okay. Wachturm entdeckt. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Wachturm entdeckt. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick auf deine Umgebung zu werfen. Mission: Finde einen Truck, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke nötigen Materialien zu transportieren. Okay, Beobachtung starten. Ah, das sieht doch schon mal sehr schick aus. So, ja, da haben wir doch schon mal viel freigeschaltet. Hier haben wir eine Tankstelle, da ist ein Upgrade offenbar, was auch immer das ist. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Der Nebel verdeckt wichtige Objekte, wie Missionsziele, Upgrades und Fahrzeuge. Okay, cool. Es lohnt sich also auch, nach diesen Türmen zu fahren. Platziere durch Drücken von RT Markierungen auf der Karte, um zu deinem Ziel zu gelangen. Du kannst den letzten Wegpunkt löschen oder die gesamte Route durch Halten von LT entfernen. Markiere jetzt deine eigene Route. Okay, wo müssen wir hin? Zum Truck. Genau. Der Truck ist da. Direkt beim Sägewerk. Das heißt, wir müssen erstmal wieder zurück. Gott, das ist ein bisschen empfindlich. Aber wir machen das mal so. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Geduld haben bei der Karte. Boah, der Trigger ist empfindlich. So, wird so besser. Okay, ja. So. Und dann. So. Da ist unsere Route zu einem Truck. Okay, da hinten ist ein Anhänger, hier ist ein Anhänger beim Sägewerk auch. Werden wir dann später wahrscheinlich noch brauchen. Hier ist Stadtlager und da hinten ist noch ein Turm. Ich würde dann vielleicht erstmal den Turm da unten, da hinten erkunden oder so. Wobei wir erstmal hier wahrscheinlich, ist es das hier wahrscheinlich, die Brücke. So, egal. Fahren wir erstmal. Folgenlänge machen wir hier auch ganz normal wie in den meisten Projekten. 20 Minuten. Ich werde dann mal gucken, inwiefern es was bringt. Weil es natürlich sein kann, in diesem Spiel, ich habe es auch schon in einigen Videos gesehen, man kommt manchmal wirklich langsam und schleppend voran.
Ist klar, wenn man sich irgendwo festfährt und dann Meter für Meter fahren muss. Ich glaube, ich bin falsch. Da fängt er schon mal gut an. Oh, guck mal, selbst das hier meistert der. Okay, nee, ich nehme alles zurück. Da habe ich mir die falsche Route rausgesucht. So, wir müssen nämlich woanders lang fahren. Oh, hier oben hin. Okay, cool. Schauen wir mal dann. Ah, da runter. Okay, ui. Mal langsam. Mit der Kamera ist auch okay. Ich finde die Kamera ein bisschen besser als Spin Tires. Bei Spin Tires war die so ein bisschen verklemmt. Es soll hier auch eine Ego-Ansicht geben. Ah ja, da. Mit dem rechten Stick, wenn man den runterdrückt, kommt man auch in die Ego-Ansicht. Ist auch nicht schlecht. Werden wir ein paar Mal anmachen, auch mal um das Innere der ganzen Trucks und sowas alles zu sehen. Ist bestimmt interessanter für die Leute, die mit Lenkrad fahren, das Spiel. Aber das mache ich nicht. Zum einen, weil ich hier mit meinem Schreibtisch nicht so leicht mehr das aufbauen kann. Und zum anderen, weil ich das lieber von außen fahre, solche Spiele. Nämlich so. Und zum anderen nochmal, weil das Spiel nicht die beste Lenkradsteuerung haben soll, die man gesehen hat. Und hier ist es tatsächlich auch schon. Das ging relativ flott, muss man sagen. So, neuer Truck entdeckt. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Option. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Fahrzeugtypen findest du im Menü. Um in den Truck zu steigen, öffne das mit oben den Menüpunkt Funktionen und wähle Truck wechseln. Da. Da. Gut, es ist zwar nicht der beste Truck für diesen Job, aber ein Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Kartenmenü. Drücke, um die Karte zu öffnen, um zum Auftragsmenü zu gelangen, öffne zuerst den Menüpunkt Aufträge. Aufträge sind groß angelegte Missionen, deren Abschluss Zeit und Vorbereitung benötigt. Oft empfiehlt es sich auch, zunächst die entsprechende Gegend auszukundschaften. So, da ist es doch. Hier kannst du eine Liste mit potenziellen Auftraggebern in der Region Michigan einsehen. Die bieten dir Aufträge an, die mit ihrem Metier zusammenhängen. Lass uns sehen, was Steel River Township anzubieten haben. So, einige Aufträge sind gesperrt. Lies dir in diesem Fall die Beschreibung des Auftrags durch, um herauszufinden, wie er freigeschaltet werden kann. Lass uns den Auftrag Renovierung der alten Brücke anschauen. So, um diesen Auftrag zu erfüllen, musst du zwei Missionen in der vorgegebenen Reihenfolge abschließen. Nimm den Auftrag mit der rechten Taste an. Großartig, du hast jetzt einen leistungsfähigen Truck für Schwertransporte. Leider bist du vom Festland abgeschnitten. Baue also die Brücke wieder auf, um die Werkstatt zu erreichen und Aufträge zu bekommen. Wir müssen einmal Metallplanken liefern und dann zwei Holzplanken. Aber wir müssen erst die Metallplanken liefern. Okay, aktivieren wir. Zusätzliche Markierungen sind aufgetaucht, die in der Stadt verweist auf das Lagerhaus, wo du die angeforderte Fracht einsammeln sollst. Die Markierung unweit der kaputten Brücke verweist auf deinen Zielstandort. Lass uns einen Blick auf das städtische Lager werfen. So, ja, hier ist es dann wohl. So, das ist hier ein bisschen langsam, muss man sagen. Aber egal, da müssen wir hin. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Wo sind wir? Wir sind da, das heißt, wir setzen uns mal einen Punkt und dann müssen wir tatsächlich hier durchs Schlamm fahren, was wir mit diesem Truck eigentlich nicht machen sollen, aber der stand halt da und so ist das. Deswegen gucken wir einfach mal, wie wir da hinkommen. Ich glaube, hier geht's rein und dann war da. Ab zum Stadtlager. So, Reparatur der Brücke. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann zwei Frachtslots transportieren. Mission: finde die Materialien, die für die Reparatur der Brücke benötigt werden und liefere sie zur Baustelle.
Okay, so, ein schöner Truck von GMC, General Motor Company. Wunderbar. Ich würde sagen, auf geht's. Jo. Okay, probieren wir es mal. Wir haben immerhin einen Lastgang. Kein Allradantrieb, keine Differentialsperre, nix. 240 Liter Tank. Und es regnet. Das ist schon mal sehr schön. Nicht, wird der schön trockene Schlamm nochmal komplett durchweicht. Der hat Heckantrieb natürlich. Eieieiei, das wird ja jetzt hier schon ziemlicher Schlamassel. Gehen wir mit der Kamera ein bisschen weiter zurück. Ich finde es mal cool, so eine leichte Seitenansicht zu haben, wie man es von Spin Tires auch gewöhnt ist. Da werden wir dann sehen. Was dann am Ende am besten ist. Wir fahren jetzt erstmal in Richtung der Stadt. Da kriegen wir dann unsere ersten Materialien für die Brücke. Und das finde ich auch cool bei dem Spiel. Bei Spin Tires gab es irgendwie keine richtige Story. Es hat einfach alles nicht so wirklich Sinn gemacht. Weil es war so, man muss halt Holz transportieren, ausschließlich Holz, nichts anderes. Und dann war halt die Karte abgeschlossen, so gesehen. Aber mehr war halt nicht da. Also hier ist es wenigstens logisch so. Man muss jetzt das transportieren, um die Brücke zu reparieren und dann kannst du weiterkommen. Und so, das ist halt das Schöne. So, hier sind wir auch schon. Auf der Karte sieht es mal weiter aus, als es tatsächlich ist. So. Was haben wir denn? Ei. Du kannst deine Fahrzeuge in der Werkstatt reparieren oder speziell für diesen Zweck gedachte Zusatzteile verwenden. Informationen zu den unterschiedlichsten Schäden und deren Auswirkungen auf diesen Truck findest du im Menü. Okay. Ich wollte nochmal kurz gucken, was das da ist. So, guck mal, zeig mal. Nix. Doof. Nun gut. Frachtverwaltung. Wir können aktuell sowieso nur Metallplanken. Ausgewählte Fracht kann auf unterschiedlichste Art und Weise verladen werden. Automatische Verladung bietet die einfachste und schnellste Möglichkeit, Fracht ohne den Einsatz eines Krans aufzuladen. Das ist auch schön. Das verringert unser Leistungsgewicht natürlich auch. So, wir haben Metallplanken. Tatsächlich. Sehr schön. Aber wir können auch manuelles Laden machen, ja. Aber ich weiß nicht, was das jetzt für uns für einen Vorteil hat. Eigentlich gar keinen. Wo sind wir jetzt? Wir sind ja da oben. Man könnte natürlich jetzt noch weiterfahren. Hier sieht es ja auch nach normaler Straße noch aus. Um den Turm freizuschalten. Ich würde das erstmal nicht machen. Ich würde jetzt erstmal das zur Brücke bringen. Hier haben wir ja eh alles schon aufgeklärt. Dann können wir hier... Okay, wir müssen hier aber wieder durchs Wasser durch. Das kann jetzt mit dem Truck natürlich schon ein Problem werden. Aber ich denke, das müsste eigentlich auch passen. Und hier ist dann die Brücke, wo wir hin müssen. Das war tatsächlich sogar schon der Ort. Sounds gefallen mir erstmal schon gut, muss man schon sagen. Schauen wir mal hier, wie der aussieht. Ah, er wackelt auf jeden Fall schön rum, wie ein LKW. Ordentlicher Federung. So, ja, na dann. Machen wir uns auf den Weg. Das ist also SnowRunner. Und es wird ja noch extremer. Ich denke mal, Michigan jetzt hier, das ist jetzt die Startkarte. Die ist noch relativ harmlos. Bestimmt auch nicht. Also das hier ist jetzt gerade der harmlose Teil. Es fängt einfach an. Aber ich glaube, auch hier werden wir schon an unsere Grenzen stoßen. Zumindest mit diesem Laster sollte das eigentlich relativ schnell gehen. Da werden wir dann auf jeden Fall später bessere Trucks brauchen. Und die gibt es natürlich auch. Können wir uns nach und nach freischalten und auch
kaufen natürlich. Sprint ist noch wunderbar. So, machen wir noch mal. Fahren wir noch zur Brücke, würde ich sagen, in dieser Folge. Da haben wir eine schöne erste Folge. Ich schalte mal in den Lastgang. Und dann probieren wir es mal. Wie kommt der Truck hier mit klar? Ja. Nicht zu schnell sein ist, glaube ich, auch eine ganz gute Option. Okay, das ging jetzt einfacher, als ich tatsächlich dachte. Alles klar, 7 Liter pro Minute. Mensch, das ist auch schon ein ganz schöner Fresser. Aber ja, das ist der Anfang von SnowRunner. Wir liefern das an der Brücke ab, geht ja sogar relativ fix hier. Und den gleichen Weg müssen wir dann in der nächsten Folge nochmal fahren, um die Holzplanken zu holen. Und dann ist diese Brücke aber auch schon befahrbar tatsächlich. So. Immer Metallplanken. Haben wir. So. Beim Entladen von Fracht werden dir unterschiedliche Entladungsoptionen angeboten, da ein und dasselbe Frachtgut für den Abschluss von unterschiedlichen Missionen benötigt werden kann. Der aktuelle Entladungsbereich nur für den Abschluss der aktuellen Mission von Bedeutung ist, kann es auch andere geben, die bei mehreren Missionen zum Einsatz kommen. Okay, und entladen. Oh, tatsächlich, da entsteht sie. Das Gerüst steht. Jetzt brauchen wir noch Holzplanken, nämlich ganze 2 Mal. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weiteres Material zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet am örtlichen Sägewerk auf dich. Mach ihren Standort auf der Karte ausfindig und erkunde mögliche Routen. Alles klar. Das, Freunde, würde ich jetzt aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Da machen wir nämlich an genau dieser Stelle weiter und gucken mal, ob wir dann schon die Brücke fertig gebaut kriegen und dann weitermachen können. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.